Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Ich weiß, das Spiel kommt momentan sehr, sehr viel auf meinem Kanal. Das liegt einfach daran, dass ich richtig, richtig Bock habe, das Spiel zu spielen. Und ja, es deswegen sehr viel und sehr schnell veröffentliche, damit ich halt auf eure Kommentare eingehen kann und wir auf dem aktuellen Stand sind. Weil ihr gebt mir immer wirklich sehr, sehr gute Tipps, wie schön das aussieht hier, ne? Mit dem Sonnenstrahlen. Die Sonne geht gerade auf. Aber es regnet mega leider. Unten dieses Magensymbol, was bringt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Warte mal, ich kann ja so machen mit der Maus. Das hier heißt, glaube ich, dass ich Parasiten habe, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr habt auf jeden Fall geschrieben, dass ich Parasiten habe. Das kommt, weil ich immer das schmutzige Wasser und sowas trinke. Das soll ich abkochen. Also das werden wir beim nächsten Mal mal ausprobieren. Aber bevor wir das Ganze jetzt machen, will ich mal eben erstmal was anderes machen. Ja, wir sollten aber jetzt trotzdem erstmal trinken. Na komm. Ich weiß gar nicht, im Regen kriegt man da Wasser wieder? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir trinken jetzt einfach noch einmal. Wird jetzt den Braten auch nicht fett machen, wenn wir jetzt noch ein paar mehr Parasiten haben. Ich sammle mal eben... Steine habe ich, glaube ich, noch, ne? Schau mal eben. Weil ich glaube, man kann nämlich aus zwei Steinen... Genau, eine Steinklinge herstellen. Und mit dieser Steinklinge habe ich eine Idee, was man daraus machen könnte. Guck mal, wie das aussieht. Sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Speerspitze. Also ich könnte mir vorstellen, dass man hieraus ein Speer herstellen kann. Na, das geht leider nicht. Also ich glaube, wir brauchen nochmal einen langen Stock und vielleicht ein Seil oder so. Das könnte funktionieren. Deswegen besorgen wir uns mal eben einen langen Stock. Ihr habt auch noch sehr viel über die brasilianische Wanderspinne, die wir gegessen haben, beim letzten Mal reingeschrieben. Soll wohl eine sehr giftige und aggressive Spinne sein. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass sie uns nicht gebissen hat, weil dann wäre es wahrscheinlich das mit uns gewesen. Aber sie hat sehr gut geschmeckt, Leute. Was macht ihr da? Warum hackt er gegen den dicken Baum? Ja. Soll ich gegen den kleinen hacken? Wir müssen auch gleich schon wieder jagen gehen, so wie es aussieht. So, dann stellen wir hiermit mal her. Wir machen mal das Ding hier rein. Oh, das sieht gut aus, Leute. Ich glaube, das mit dem Seil könnte echt funktionieren. Oh ja, jetzt haben wir nämlich einen Steinspeer. Perfekt, Leute. Jetzt haben wir schon mal einen besseren Speer. Also ich finde das sehr, sehr cool in dem Spiel, muss ich sagen. Dass man kaum Tipps kriegt und alles selber rausfinden muss. Oh, eine Kokosnuss, die werden wir auch gleich brauchen. Hier oben liegen auch gerne mal, ups, Kokosnüsse. Schauen wir eben. Nee, weil hier oben sind, glaube ich, so Kokosnusspalmen. Also sehr gut, dass wir jetzt eine haben. Ich glaube nämlich, daraus können wir... Wie kann man das denn machen? Ich glaube, da kann man so Schalen draus machen und damit kann man Wasser abkochen. Schauen wir eben hier nach. Irgendwas finden. Hier kann man auch voll viel noch raus. Kokosnussbidon haben wir ja schon. Das ist eine Trinkflasche. Das habt ihr auch reingeschrieben. Seil haben wir. Verband habe ich auch schon hergestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Video gezeigt habe. Steinklinge haben wir gerade gemacht. Eine Steinaxt. Schwacher Speer haben wir auch schon. Eine Fackel haben wir noch nicht gemacht. Knochenmesser. Oh, das können wir auch herstellen. Knochen und Seil haben wir auch. Ein Steinspeer. Das haben wir auch hergestellt. Sehr schön. Also hier sollten wir echt mal ein bisschen mehr reingucken. Hier steht zum Beispiel auch, was die für Wirkung haben, die Sachen, wenn ich die ausprobiert habe. Und auch die Pilze. Also es ist sehr, sehr interessant. Da findet man viel heraus. Und ich sollte mir auch hier über diese Gesundheit was durchlesen. Kratzer, Schrammen und sowas. Geistige Gesundheit. Aber die geistige Gesundheit regeneriere ich ja ganz gut, wenn ich hier am Feuer bin und Essen koche. Und genau das wollen wir jetzt machen. Ihr habt nämlich auch als Tipp noch reingeschrieben, dass ich ja... Ihr habt alle geschrieben, dass ich ja wie ein wahnsinniger Wilder hier im Wasser rumlaufe und deswegen nichts fange. Ich soll wohl still stehen bleiben. Und dann kommen die zu mir. Und dann soll ich die treffen können. Probiere ich jetzt aus. Hat ja gerade schon mal nicht geklappt. Leben nehmen? Schau mal einen an. Wieder was dazugelernt. Lehmmischer. Ah, okay. Wenn ich Sachen aufhebe, kriege ich neue Rezepte hinzu. Wusste ich so immer nicht. Zack! Den erwischt. Sehr gut, Leute. Das sieht mir aus wie so ein Karpfen oder sowas. So ein bisschen. Oder? Nee, ganz komischer Fisch. Hinten sieht er gar nicht so aus. Nur vorne jetzt. Hm, weiß ich nicht. Aber den grillen wir uns jetzt mal. Kein Platz mehr. Oh, jetzt habe ich den gar nicht aufgenommen, oder was? Also das finde ich jetzt frech. Müssen wir nochmal schauen, was wir haben. Würde der nicht hier reinkommen? Ach nein, der kommt hier rein. Wir droppen mal Tabak. Versuchen mal, den Fisch dann hier reinzulegen. Droppen wir mal Knochen. Wieso nicht? Weg. So. Ja, jetzt ist er wieder hochkant. Ah, jetzt passt es. Okay. Knochenzüngler, Körper. Ich hoffe, den können wir grillen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unser
Frühstück gesichert. Das wäre ja mega nice. Wie, den kann man nicht grillen? Muss ich den vielleicht erst nochmal sammeln? Ah, jetzt habe ich Fischgräten. Oh, die kann man bestimmt auch als Angelhaken oder so nehmen. Die sehen so ein bisschen so aus. Das wäre ja mega cool. Lehmdusche. Ich schalte auch gerade ganz viele neue Sachen frei. Ah, jetzt haben wir den sozusagen uns hier die Steaks von dem gegönnt. Das ist perfekt. Nehmen wir uns die doch mal. Schauen, was die uns bringen. Die werde ich mal eben trinken hier. Warum nicht? Und dann machen wir hier raus mal eben zwei Hälften. Das könnte mit Messer funktionieren. Schauen wir doch mal. Das Knochenmesser. Ne, es geht leider nicht. Wie teilt man denn so ein Ding in eine Schale? Oder kann ich jetzt schon... Wie macht man das denn? Also ich hätte jetzt einfach in der Mitte durchgeschnitten. Vielleicht muss ich gleich nochmal in meinem Dings gucken. Weil ich glaube, man kann so Schalen daraus machen und dann kann man da mit was kochen. Aber ich würde sagen, wir fangen nochmal einen Fisch. Und dann versuche ich gleich mal das herauszufinden, wie das geht. Kommt da schon? Zack, da haben wir ihn. Dankeschön, Leute, für den Tipp. Mega nice. Nehmen. Wie, schon wieder kein Platz. Das kann ja nicht wahr sein. Ach, weil die Gräten da jetzt drin sind. Vier Stück an der Zahl. Also ich kann mir echt vorstellen, dass man eine Angel mit den Gräten herstellen kann. Das wäre mega cool. So. Lecker gekochtes Fleisch. Den anderen Fisch sammeln wir nochmal. Also nehmen wir nochmal aus und holen uns... Ah, das passt leider nicht. Holen uns hier nochmal schön die Steak-Dinger raus. Oh, dieses Dach ist wirklich Gold wert. Dass der Regen jetzt nicht mehr unser Feuer ausmacht. Aber ich finde, das ist ein cooler Aspekt in dem Spiel, dass man so aufpassen muss mit dem Regen. Proteine, Energie, geistige Gesundheit. Oh, sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Was fehlt uns denn überhaupt? Proteine ist das Rote. Ich glaube, Kohlenhydrate ist das Gelbe. Das fehlt uns. Und Fette ist das Grüne links unten. Das fehlt uns auch. Ja, Fisch ist sehr, sehr mager, ne? Deswegen fehlt da wahrscheinlich Fett. Brauchen wir wahrscheinlich eher sowas wie Schwein. Gehe ich mal von aus. Kohlenhydrate wären sogar so Früchte gut. Vielleicht können wir gleich mal uns nach Bananen umschauen. Sammeln. Gucken wir mal, was wir beim Pfeilgiftfrosch rauskriegen. Lagerfeuerasche. Ach, ich habe letztes Mal gesehen, gelesen, Lagerfeuertasche fällt mir gerade mal auf. Wow, okay, das ist nur Asche und Kohle. So, was haben wir jetzt denn da rausbekommen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Sammeln. Diesmal achte ich drauf. Ach, Fleisch, man kann ihn doch essen. Weiß nicht, ob das so smart ist, Leute. Nicht ganz ehrlich. Wollen wir es ausprobieren? Probieren geht über studieren, oder? Wir probieren es aus. Solange unser Feuer noch brennt. Kann man eigentlich hier... Das will ich auch mal ausprobieren. Oh, kann ich sogar. Cool, Leute. Schaut mal. Ich kann hier Stöcker nachlegen. Und dann verlängert sich die Dauer von dem Lagerfeuer. Richtig nice. Aber das Spiel gefällt mir echt super gut. Deswegen spiele ich es auch so gerne momentan. So. Ich will zumindest die Proteine jetzt hochpushen hier. Sind immer noch so weit unten. Das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt hier zwei ganze Fische fast verspeist. Das ist ja insane. Wir warten nochmal auf das Pfeilgiftfroschfleisch. In der Zeit. Wisst ihr, was wir nochmal machen könnten? Wir könnten nochmal hier reinschauen und vielleicht mal so eine... So einen Steinring könnten wir auf jeden Fall noch... Oh, das könnten wir auch mal machen um unser Feuer. Wahrscheinlich nicht dumm. So nach und nach können wir das machen. Ist das schon fertig hier? Das komme ich da jetzt gar nicht mehr ran. Ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr mein Fleisch heran. Okay, dann demontieren wir das nochmal eben. Machen wir das später mit dem Stein. Aber ist vielleicht keine schlechte Sache, dass wir das machen. Wir probieren es mal aus. Ach. Heilige Mutter. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie viel geistige Gesundheit wir gerade verloren haben? Wir essen nie wieder irgendwas Giftiges als Test. Nie wieder, Leute. Jetzt haben wir noch Blutegel. Ach, kein Platz mehr im Rucksack. Weg. Weg. Danke.
Eieieiei. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee. Oh mein Gott. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ordentlich Stimmen. Kann man nichts machen. Wir fangen noch einen Fisch. Ich glaube, das Gift von dem Pfeilgriff oder Pfeilgifffrosch oder wie der heißt, bringt uns echt fast um. Also, oh nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Nee, Spaß. Wir tun einfach mal so, als ob wir das Ganze jetzt hier vergessen, was vorhin passiert ist. Ich sollte echt keine Experimente mehr machen, gerade was Gift und so angeht. Ich habe es mir auch geschworen, dass ich echt mit gesundem Menschenverstand arbeiten will. Aber ja, ich wollte es halt ausprobieren. Es war halt wirklich eine dumme Idee. Also eine ganz, ganz dumme Idee. Ja, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das alles nicht passiert. Ich habe mal kurz hier die Knochen. Die Tabakpflanze brauche ich jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, gegen was die hilft, die Tabakpflanze. Ich sollte mich vielleicht da mal ein bisschen schlau lesen, weil gerade Pflanzen und sowas sind bestimmt gut. Da kann ich mich dann sicherlich auch retten, wenn ich so Gift zu mir genommen habe. Aber da muss ich mich halt reinlesen. Also wir könnten eigentlich direkt... Ah, nee. Wir mal grillen erstmal hier den einen. So, wir sind wieder einigermaßen gesättigt. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mal unser Lager ein bisschen ausweiten. So ein paar Sachen bauen, die uns helfen, hier an Nahrung und frisches Trinken zu kommen. Dafür schauen wir mal eben, was wir hier bauen können. Ja, das Dach erweitern wäre natürlich schön, aber ich habe gerade schon mal geguckt. Leider ist der Ort hier echt blöd. Ihr seht ja, ist alles rot auf allen Seiten. Das heißt, hier kann ich das Dach leider nicht erweitern. Also vielleicht müssen wir irgendwann nochmal umziehen, aber naja, jetzt fürs Erste muss es erstmal reichen. Zur Not könnten wir auch noch hier nochmal ein Dach bauen. Sieht zwar bescheuert aus, aber dann können wir hier wenigstens nochmal was unterbauen. Ist vielleicht gar nicht so doof. Ich lasse den Plan mal erstmal hier liegen. Ich kann jetzt ja mal eine kurze... Ach, ich gehe immer in den Rucksack, warum auch immer. Eine kurze Grundplanung machen. Was haben wir denn hier noch? Ach, wir können auch Wände und so bauen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Bambuswand. Eingang. Da können wir jetzt natürlich so ein richtiges Haus bauen. Ein Dach. Aber eigentlich erstmal ein Dach reicht natürlich erstmal, ne? Aber es gab doch hier auch noch so Fallen, ne? Ja. Oh, hier gibt es sogar schon mehr. Stachelfalle. Stock. Wir machen mal so eine Steinfalle, in der Hoffnung, dass man da irgendwas Cooles mit fängt, was wir dann auch essen können. Das mache ich mal irgendwo hier oben. Vielleicht hier vorne an dem Baumstamm. Machen wir mal hinter dem Baumstamm. Hier wäre cool, irgendwo. Da, perfekt. So, wir brauchen einen kleinen Stock. Noch einen kleinen Stock. Haben wir leider gerade nicht. Machen wir daraus mal eben zwei kleine. Stein haben wir gefunden. Und den packen wir da jetzt rein. Und dann haben wir schon mal so eine kleine Steinfalle. Ich bin mal gespannt, ob wir damit was fangen können oder ob der Ort hier nicht gut geeignet ist. Aber für mich sieht der Ort eigentlich ziemlich nice aus. Sollte eigentlich passen. Ja, wir haben schon wieder so wenig Leben, ne? Wir müssen echt irgendwas machen. Wir brauchen Kohlenhydrat und Essen. Das Essen ist schon wieder weg von den Fischen, Leute. Wir müssen nochmal jagen gehen. Es geht nicht anders, Leute. Wir brauchen irgendwas richtig Nahrhaftes, bevor wir jetzt hier weiterbauen. Oh, hier haben wir nochmal so einen, Hey, bleib stehen. Perfekt. So ein Gürteltier. Das ist ja auf jeden Fall easy Nahrung. Ist nicht gefährlich. Ist einfach zu jagen. Ist erstmal perfekt. Ein Wildschwein oder so wird mir natürlich besser gefallen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt groß weitergehen. Oh mein Gott. Da sind wir, glaube ich, zur Beute geworden. Du bist gestorben, getötet durch Raubtier. Was war das? War das ein Leopard? Eieiei. Ja, Leute, nachdem wir gerade gestorben sind gegen den Leoparden, baue ich hier gerade wieder unsere Steinfalle auf. Also wir haben wirklich, also damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass da jetzt ein Leopard ist. Das heißt, wir müssen jetzt echt vorsichtig sein, weil ich glaube, er wird jetzt da wieder sein, ne? Ich kann es mir auf jeden Fall echt vorstellen. Wir schnappen uns am besten mal nur das Gürteltier, was hier vorne war. Und dann verschwinden wir erstmal, essen das mal eben. Nehmen wir nochmal ein paar Lianen mit. Ansonsten ist der Ort ja nicht schlecht, ne? Aber dieser Leopard oder was auch immer das ist, ich glaube, das ist ein Leopard, ne? War doch mit Punkten, oder? Ich konnte es gar nicht so schnell erkennen. Der macht die Gegend hier halt echt unsicher. Ich weiß auch nicht, wie wir den besiegen können oder vertreiben können. Wir könnten den höchstens in
Irgendeine Falle locken oder so. Könnte funktionieren. Wo ist das Gürteltier? Ist gar nicht hier, ne? Aber da vorne ist eine Schlange. Machen wir das doch damit. Wir machen es mit der Schlange auf Nummer sicher, Leute. Oh, lol. Oh mein Gott. Hab ich es nicht getroffen? Ist doch nicht. Wir warten mal ein bisschen, bis er genauer zielt. Zack. So, jetzt haben wir sie. Weißt du, eine Schlange ist auch giftig. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der den Kopf abschneidet. Weil eine Schlange kann man essen, das weiß ich. Also da sollten wir jetzt nicht hier, ne? Umkippen und sterben, wie bei dem Fallgiftfrosch. Ich habe echt Sorge, der Leopard ist halt in diese Richtung hier. Schnell weg hier. Ich habe gerade mal unsere Steinfalle aktiviert. Irgendwie war die noch nicht aktiviert. Da kam auch so ein toller Sound. Ich nehme übrigens hier schon mal Steine mit, weil ich glaube, ich würde halt gerne so einen Steinring darum bauen. Müssen wir halt nur genug große Steine finden. Das ist halt aber jetzt nicht wo... Oh Gott, habt ihr das gesehen? Wir sind schon wieder von Blutegeln übersät. Die müssen wir uns mal eben vom Leib rupfen. Die sind so ekelhaft, die Dinger, ne? Das ist echt schlimm. So. Ansonsten sieht es gut aus. So, jetzt grillen wir uns mal eben unser leckeres Schlangenfleisch. Ich hoffe einfach mal, dass der Leopard hier nicht über den Baumstamm gelaufen kommt. Das wäre mega uncool. Klapperschlangenfleisch. Ist hoffentlich nicht giftig. Kann man den jetzt eigentlich auffüllen? Ich würde echt gerne rausfinden, wie man Wasser... Okay, ich glaube, der ist 40 von 40. Der ist jetzt aufgefüllt. Trinken. Jetzt ist die leer, okay. Wie kriege ich die denn jetzt hier... Das war das hier, ne? Ja, den brauchen wir nicht. Obwohl, wir können uns mal einen zweiten machen. Ist vielleicht nicht verkehrt. Zweimal so ein Trinkbehälter. Kann ja nicht schaden. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen was gegessen. Ist schon wieder ein bisschen später, weil ich auch geschlafen habe ein bisschen. Ich bin noch mal auf eine glorreiche Idee gekommen. Dafür brauchen wir gleich noch mal eine Kokosnuss. Dann könnt ihr einfach mal draufschlagen. Vielleicht geht sie dann in zwei Hälften. Weil ich wollte sie halt immer herstellen machen, aber... Könnte halt einfach auch mal draufschlagen. Das könnte wirklich helfen. Aber es ist halt jetzt schon wieder mitten in der Nacht. Ich will halt nicht mitten in der Nacht los. Das Problem ist nur, ja, mein Essen ist gleich wieder alles weg, wenn der Tag vorbei ist oder wenn es hell wird. Aber ich, wie gesagt, ich will halt nicht mitten in der Nacht los. Vor allem jetzt nicht, wo der Leopard sein Unwesen treibt. Das ist halt mega uncool. Aufwachen. 6 Uhr ist eine gute Uhrzeit. Ist zwar noch dunkel, wir können sogar mal gucken. Wir trinken jetzt sogar noch mal irgendwas. Wir können sogar gucken, ob unsere Falle was gefangen hat. Das wäre cool. Aber mein Hauptziel ist es jetzt tatsächlich, so ein paar Früchte wie Bananen oder sowas zu bekommen. Oder irgendwelche anderen Früchte für Kohlenhydrate. Und Kokosnüsse, damit wir das ausprobieren können. Nochmal mit dem draufschlagen. Ich schaue hier gerade nach Kokosnüssen. Sieht aber nicht so aus. Ich hätte mal nicht zwei Bidons herstellen sollen. Vielleicht nicht so smart. Und hat unsere Falle zugeschlagen? Oh, hat sie wirklich? Wir haben eine Echse bekommen. Ah, wie cool. Machen wir die Falle wieder scharf. Das ist natürlich mega nice. Jetzt können wir schon mal unser Frühstück für gleich gesichert. Aber ich will jetzt noch nicht umdrehen. Wir gehen weiter. Gehen jetzt nochmal in Richtung Leopard. Ich hoffe, der ist nicht weiter in unsere Richtung vorgedrungen. Das wäre echt uncool. Jetzt habe ich wieder Blutegel. Aber die lasse ich jetzt erstmal dran. Das machen wir gleich, wenn wir kaum sind. Ich versuche mich ein bisschen rechts zu halten. In der Hoffnung, dass der Leopard da möglichst weit weg ist. Unbekannte Frucht. Nehmen wir mit. Ich habe jetzt leider auf dem kleinen Ausflug vorhin nichts gefunden, was Bananen oder Kokosnüsse angeht. Aber wir haben natürlich das Klapperschlangenfleisch und noch das Eidechsen. Also wir könnten überlegen, ob wir hier mal diese Nüsse ausprobieren. Vielleicht nicht verkehrt. Okay, wir haben Fette bekommen. Die Nuss ist auf jeden Fall nice. Noch mehr Fett. Herstellen. Was können wir denn daraus herstellen? Ich frage mich, ob ich das essen soll. Soll ich es essen? Komm. Kohlenhydrate, Proteine, Energie. Sehr gut. Okay, die Frucht war auch nice. Ich habe hier auch noch so Larven. Essen, zerstören. Stapel zerstören. Ich will so eine mal essen. Einfach als Test. Geistige Gesundheit, okay. Aber bringt Proteine. So Bagrill-Style. Richtig schöne Larve. So, wie ist unser Essen? Fertig, soweit. Sehr schön. Ich glaube, uns geht sogar gerade... mal relativ gut, wobei unsere Lebensenergie jetzt auch nicht dafür spricht. Ich weiß gar nicht, warum ich so wenig kriege immer nur. Wie soll ich denn essen? Ich esse hier ein Tier nach dem anderen.
Und kriege hier gefühlt gar nichts dazu. Machen wir uns das hier nochmal rauf. Schaut mal nach. Guckt euch das mal an. Wie können denn das Fette und Proteine und alles und Kohlenhydrat schon wieder unten sein? Ich habe doch gerade was dazu bekommen. Leute, was mache ich denn falsch? Ich bin ja nur am Essen und Trinken suchen, wenn ich so weitermache. Das ist ja wirklich insane. Woran liegt das denn? Also irgendwas mache ich falsch bei der Versorgung von Essen und Trinken. Da brauche ich dringend einen Tipp, weil ich bin ja wirklich nur die ganze Zeit einmal hin und her rennen und was besorgen. Es kann doch nicht sein, dass er hier ein Kaiman und eine Schlange und sowas nach dem nächsten isst und halt immer noch hungrig ist. Ich meine, guckt euch das an. Alle Anzeigen sind noch auf Null, obwohl ich gerade was gegessen habe. Ich habe drei komische Früchte, also zwei Nüsse, eine Frucht. Dann habe ich eine Schlange gegessen. Jetzt esse ich noch so ein Kaiman oder was das da war. Genau, Kaimanechse oder Eidechse. Und ich bin einfach von. Das kann doch nicht wahr sein. Woran liegt das? Versteht das nicht, Leute? Guck mal, jetzt sind die Proteine oben. Aber die sinken halt so schnell wieder. Können uns halt jetzt hier höchstens nochmal wieder einen Fisch fangen. Aber ich kann ja nicht hier alle Fische immer ausrotten. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es daran liegt, dass ich immer so viel renne und sprinte, dass ich so viel verbrauche. Kann das sein? Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich habe übrigens gerade hier nochmal so eine Eidechse gefangen. Habe die jetzt wieder gespannt, die Falle. Also das scheint mega gut zu funktionieren. Vielleicht sollten wir uns davon noch echt mehr machen, damit wir nicht immer so weit laufen müssen und so viel Energie verbrauchen müssen, dass wir was fangen. Also Fallen scheint wirklich für mich eine sehr gute Alternative zu sein. Wir können natürlich auch nochmal gucken, was wir sonst noch so bauen können. Ich würde gerne diese Folge noch was schaffen, aber wir haben leider auch zum Beispiel keine Kokosnuss mehr. Ich hätte das gerne mit dem Wasser ausprobiert. Sammeln hier nochmal eben das Fleisch. Das werde ich mir nämlich gleich auch nochmal brutzeln müssen. Da kommen wir nicht drum rum. So Leute, es ist der nächste Morgen. Ich habe wieder einiges gegessen und meine Werte sind schon wieder miserabel. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Könnte natürlich sein, dass es an den Parasiten oder was das hier ist, die ich noch habe, liegt. Aber die werde ich halt nicht los, wenn ich keine Kokosnüsse finde. Weil, ja, mit Kokosnüssen kann ich halt sauberes Wasser endlich mal trinken. Und deswegen werde ich jetzt nochmal losziehen und nochmal nach Kokosnüssen schauen. Und diese Falle, hat die schon ausgelöst? Ne, hat sie leider noch nicht. Ich dachte, sie. Ich wollte sie gerade schon wieder loben. Mit dem. Ja, Dingens hier habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo ich das herkriege, dieses Laubgedöns. Ich schaue jetzt auf jeden Fall nach Früchten, Bananen und sowas. Und natürlich nach Kokosnüssen. Das ist so mein Hauptziel für diesen Trip. Ist schon wieder eine Schlange. War das eine Schlange oder was war das für ein Geräusch? Wo ist sie? Ist doch eine Klapperschlange. Nicht, dass ich hier gleich gebissen werde. Oh mein Gott. Das ist echt gruselig, wenn man die nicht sieht. Aber durch so einen Dschungel zu gehen ist halt gefährlich. Oh, sind hier Bananen? Hier sind Bananen. Perfekt. Okay, wir essen mal ein paar. Kriegen wir hoffentlich ein paar Kohlenhydrate. Mann, wir haben schon wieder Blutegel. Ich weiß auch nicht, ey. Gibt es irgendein Mittel dagegen? Weil die sind so anstrengend, die Dinger. Ist doch gar nicht. Oh, hier sehe ich die gar nicht. Ein Baum ist im Weg. Aber passt. Ich glaube, an den Beinen ist nichts. Wir ziehen mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier nicht auf den Leoparden treffen. Und in der Hoffnung, dass wir Kokosnüsse finden. Eine Kokosnuss, juhu. Sehr schön. Okay, die schlagen wir jetzt mal klein und gucken mal. Okay, das Wasser trinken wir auf jeden Fall mal. Und dann gucken wir mal, ob wir die wirklich klein hacken können noch. Sehr schön. Leute, sehr, sehr gut. Okay. Das können wir sogar essen. Aber wo ist denn dann die Schale hin? Oder kommt die dann hier rein? Ja, perfekt. Jetzt haben wir nämlich so eine Schale. So habe ich mir das vorgestellt.
Perfekt. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei Schalen. Das wird uns weiterhelfen. Hier haben wir nochmal unbekannte Früchte, die nehmen wir auch mit. Ich würde aber gerne noch eine weitere Kokosnuss finden, wenn ich ehrlich bin. Oh, hier ist eine Höhle. Oh mein Gott. Das werden wir beim nächsten Mal erkunden, Leute. Das machen wir noch nicht jetzt. Das ist sehr aufregend, dass da eine Höhle ist. Ich habe echt Angst vor dem Leoparden. Der müsste irgendwo hier zu unserer Rechten lauern. Schon eine Kokosnuss noch irgendwo. Okay, Leute, wir kehren zurück. Und ich finde, das war echt ein erfolgreicher Trip. Ich habe leider keine weitere Kokosnuss mehr gefunden. Aber wenn ihr gleich mal unser Inventar seht, dann seht ihr, das hat sich gelohnt. Also das war unsere Ausbeute. Ist echt gar nicht so schlecht. Ein paar Krebse, ein paar, paar Mal Kalmarenfleisch. Dann natürlich unsere Kokosnussschalen. Die können wir gleich ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir die jetzt hier einfach droppen. Ob die dann Wasser sammeln. Wäre ziemlich nice. Ansonsten können wir auch gleich mal probieren, das abzukochen. Ach, guck mal, das können wir schon trinken. Also scheint zu funktionieren, wenn es regnet. Sehr, sehr cool. So, jetzt werden wir auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen unser Feuerchen anheizen. Damit das hier nicht gleich ausgeht. Und dann kochen wir uns hier nochmal was. Hier haben wir auch nochmal so ein paar Nüsse. Die sind auch sehr, sehr schön. 15 Fett. Und noch so eine Apfelschnecke. Die Früchte hier waren auch lecker, glaube ich, ne? Ja, seht ihr mal. Die sind auch sehr, sehr lecker. Also der Trip hat sich echt gelohnt. Was ist das hier oben? Oh, komische verdorbene Pilze. Die schmeißen wir mal weg. Warte, kann man die nicht... Kann die auch zerstören, ne? Aber irgendwie... Will das nicht klappen, wenn ich draufklicke? Keine Ahnung. Dann legen wir die erstmal hier auf den Boden. Ich hoffe, die verschwinden irgendwann. Nicht, dass sie hier die ganze Zeit bleiben. So, jetzt gucken wir mal. Okay, wir können hier trinken, Leute. Guckt euch das an. Das ist doch sehr, sehr nice. Wir können aber, glaube ich, auch, das probieren wir gleich mal aus, Wasser abkochen, wenn mich nicht alles täuscht. Habt ihr zumindest in die Kommentare geschrieben. Also ich gehe mal davon aus, dass man dafür diesen Kokosnussbidon einmal auffüllen muss hier. Im Wasser. So, jetzt ist der aufgefüllt. Und dann können wir wahrscheinlich gleich abkochen. Ich nehme die Schale auch nochmal auf, bevor die verschwindet oder so. Krebse sind gleich fertig. Also langsam kommen wir hier rein, aber ja, das Essen geht halt trotzdem noch mega schnell runter. Ich weiß echt nicht, woran das, jetzt los. Schon wieder kein Platz mehr im Rucksack. Essen. Lecker Laguste. 18 Proteins. So, hier machen wir mal das hin. Jetzt mache ich mal hier vorne so eine Schale hin. Und versuche jetzt mal... Ah, jetzt habe ich Wasser reingemacht. Okay, jetzt können wir hier Wasser abkochen. Seht ihr das? Jetzt läuft das hier runter. Sehr schön, das funktioniert schon mal gut. Ist ja richtig nice. Und jetzt trinken. Jetzt haben wir sauberes Wasser. So funktioniert das, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt kein dreckiges Wasser mehr trinken. Die Energie geht auch schon runter. Wir müssen gleich schlafen. Wasser kocht. Das genießen wir uns jetzt nochmal. Und das Restessen werde ich auch noch gleich machen. Und werde ich jetzt mir noch gleich gönnen. Aber das soll es für die heutige Folge gewesen sein. War ja eine sehr spannende Folge mit Leopard, Giftschlangen und was weiß ich nicht alles. Also richtig, richtig krass. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, warum das Essen, Trinken und sowas so, die Proteine sinken so schnell, die Kohlenhydrate, die Fette. Das sinkt alles so schnell, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin hier nur am Essen. Ich esse hier ein Tier nach dem nächsten. Also schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ich falsch mache, wie ich es besser machen kann. Und gebt mir auf jeden Fall Tipps, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls euch das Projekt gefällt und das Video hier gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.